Damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Battlefield 1. Wir haben das letzte Mal hier die erste Story gespielt, Through Mud and Blood, ne, durch Blut und Schlamm. Und jetzt spielen wir sozusagen die zweite Story, also die zweite Kriegsgeschichte sozusagen. Die heißt Friends in High Places. Und der Name sagt es ja auch schon, wir werden in dieser Geschichte fliegen müssen und ich habe richtig Angst davor, weil ich bin ziemlich schlecht im Fliegen. Ich bin eigentlich fast in jedem Spiel immer schlecht beim Fliegen, aber mal sehen, wie ich mich anstellen werde. Egal, ich rede nicht lange, los geht's. Bevor ich nach Europa kam, hatte ich noch kein echtes Flugzeug gesehen. Hoch über uns zogen sie ihre Kreise wie ein Schwarm tanzender Vögel. Die Piloten waren Legenden, die neuen Helden der Lüfte. Aber die Realität sah anders aus. Denn die meisten dieser tapferen Männer starben früher oder später in den qualmenden Wracks ihrer Maschinen. Oh ja, leider. Ziemlich Wahnsinn, was da damals abgelaufen ist. Naja, egal, wir beginnen einfach mal. Dom, Vosges, Frankreich, Frühling 1917. Also wir sind da mal wieder die Franzosen und wir müssten gegen die Deutschen kämpfen. Super. Die deutsche Luftflotte, na super. Das kann ja Spaß werden. Tada! So, jetzt geht's aber los. Ich habe nichts mehr zu setzen, du Idiot. Das Flugzeug. Lächerlich. Warum denn nicht? Ich bin ja sowieso besser als du. Was hast du denn? Jetzt ist Zahltag, Blackburn. So war das nicht geplant. Aber weißt du, ich glaube, ich nehme das Flugzeug trotzdem. Was zum Verdammt nochmal! Du hast verloren, ich hab gewonnen! Das Problem ist, Rackham, es ist ein sehr schönes Flugzeug. Und du bist ein Trottel. Ich hab dich wieder besiegt, verdammt! Halt dich bloß von dem feinen Vogel fern! Du Dreckskerl! Das kannst du nicht machen, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Mein Name ist Clyde Blackburn. Ich bin Pilot und ein Spieler. Ich bin George Rackham! Ich bin George Rackham, verdammt! Hör mir zu! Bleib bloß von meinem Vogel weg, du mich! Wenn man mich nach meinem größten Fehler fragt, dann müsste ich wohl sagen, ich bin nicht besonders ehrlich. Friends in High Places. Willkommen an Bord. Ich bin Wilson und du bist sicher George Rackham. Klar, ich bin Rackham. Ich bin dein Mann. Na los, bringen wir den Vogel in die Luft. Du bist George Rackham, Sohn des 4. Earl of Windsor. Genau! Piep, piep, altes Haus! Wow. Die Bristol erfüllte sämtliche Werbeversprechen. Es war ein Vergnügen, sie zu fliegen. Die Sonne schien und alles wäre perfekt gewesen, wenn ich allein gewesen wäre. Also, wir sind nicht alleine. Boah, aber wie geil das aussieht. Hey, großartiger Tag für ein Picknick, findest du nicht? Unbedingt. Siehst du das Flugzeug da vorne? Zu dem musst du aufschließen. Das da hinten? Ja. Ja, ja. Hör mal, ich kenne ja diesen französischen Schuppen. Wir könnten vielleicht ein paar Mädchen aufreißen. Was redest du da von Mädchen? Das hier ist ein Testflug. Du musst der Route folgen, die dir das andere Flugzeug vorgibt. Okay, du bist der Boss. Peace out. Oh, bitte nicht. Ich hasse Fliegen. Flight Control.
Boah, aber wie gut das aussieht. Das ist so cool. Du musst ein Gefühl für den Steuerknüppel entwickeln. Bleib an ihm dran! Okay, diese Distanz halten. Okay. Ist das Fliegen immer... Oh mein Gott. Festhalten, Wingnut! Du musst an ihm dranbleiben. Kannst du ihm folgen oder nicht? Ganz ruhig, hab alles im Griff! Dann gib Gas und leg los, verkürze die Distanz! Kinderspiel! Bin gespannt, wie sie sich in einem Luftkampf schlägt. Die Waffen sind übrigens gesichert, nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Langsam verstehst du mich! Wie schön! Bristol funktioniert genau wie jedes andere Flugzeug. Mit weniger Gas kannst du engere Kurven fliegen. Okay, gut zu wissen. Boah, Alter, was? Was für ein Spaß! Hast du auch Spaß, Wingnut? Ich heiße Wilson und du sollst aufpassen. Augen nach vorne! Alter Schwede. Okay, ich schlag mich doch nicht so schlecht. Ich versuche mich gerade voll zu kontrollieren. Dann vergiss die verdammten Vorschriften und lebe mal ein bisschen. Wohin will er jetzt? Lass ihn. Siehst du die Zielballons? Waffen überprüfen. Feuer frei. Oh, okay. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Yeah. Yeah. Da sind noch mehr Ballons. Drauf und Feuer. Verstanden. Ja, Moment, ich muss erst einmal umdrehen. So. Schön einen nach dem anderen abknallen. Wow, 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 wow. Siehst du die Ziele am Boden? Ja, ich sehe sie. Setz Raketen ein, damit du ein Gefühl für Angriffe auf Bodenziele kriegst. Okay, switch weapon. Ein Gefühl für Bodenangriffe, okay. Das finde ich echt sehr cool, dass das eigentlich so eine Art Tutorial ist, wo man das erste Mal kennenlernt. Die Steuerung, so. Jetzt muss noch irgendwo einer sein. Boah, Alter, seht ihr das? Ein Dorf in der Ferne. Alter, wie gut sieht das bitte aus? Unten das Tal, da die Berge. Ah, da oben ist noch einer, okay. So, dauert ein bisschen, Leute. Dauert ein bisschen. Okay, das war das Letzte. Okay, kann ich mal was fragen? Klar! Warum klingt George Rackham, der Sohn des 4. Earl of Windsor, wie ein Amerikaner? Ich übernehme Akzente ziemlich schnell. Wenn die Jerrys besiegt sind, spreche ich wahrscheinlich Französisch. Aha. Du bist ziemlich misstrauisch, Wilson. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Heilige Scheiße! Deutsche! Was machen die jetzt? Na was wohl? Wir schießen sie ab! Oh mein Gott, jetzt fängt's an. Das war's, das war das Tutorial schon. Wirst du mich verarschen? Boah. Verdammt! Gefährlich! Rechts hinter uns!
Ah, fuck. Er war näher dran, als es aussah. Ja, der war ja eigentlich schon richtig nah dran. Hör auf, geradeaus zu fliegen. Die versuchen, hinter uns zu kommen. Die schießen uns in Stücke. Sieht aus, als wäre nur noch einer übrig. Wow, das läuft ja besser als erwartet. Unsere Fokker sind schnell. Oh ja, sind sie wirklich? Hä? Komm schon. Yeah. Kurz reparieren. Da unten ist noch einer. Yeah. Verdammt knapp. Hey, die Mühle hat was abbekommen. Unternimm was. Das kannst du laut sagen. Es gibt nicht so schnell auf, was? So mag ich das. War das der Motor? Mit dem Beschuss wurde vielleicht das beschädigt. Reparier von da vorne so viel wie möglich. Ich sehe sie! Halt deine Unterhose fest! Ach du Scheiße. Jerry's. Aber trotzdem ist noch einer hinter uns. So. Aber auch den Burschen werden wir kriegen. Ah, ziemlich hartnäckiger. Aber er ist so gut wie tot. Wo will der wohl hin? Da lang! Und wir verfolgen ihn! Nein, einer hat überlebt. Das darf nicht sein. Was machst du denn? Wir sollten umdrehen. Ah, scheiß auf die Basis. Hochziehen! Hochziehen!
Wir müssen die Fotos sofort zur Basis bringen! In Ordnung! So entdecken wir zufällig, wo die Deutschen ihre Munition für die halbe Westfront lagerten. Ach nee. Mit Fotos konnte das Hauptquartier einen Angriff starten. Es gab nur ein Problem. Ich bin nicht sicher. Ach komm schon. Das war großartig. Dafür kriegen wir eine Auszeichnung. Wir hätten gar nicht dort sein dürfen. Wenn der Commander die Fotos sieht, ist das egal. Wir waren echt gut. Und können es wieder sein. Ich habe einen Vorschlag. Wenn wir das durchziehen, dann musst du mir jetzt versprechen, dass du mich in einem Stück zurückbringst. Klar doch. Versprich es. Ich will dein Wort. Okay, ich verspreche's. Bleib hier. Und mach mir ja keinen Ärger. Herein. Ich mochte den Kerl irgendwie. Aber er war ziemlich naiv. Tja, Sie sollten sich die hier mal ansehen. Bei allen Heiligen. Sie müssen einen Wahnsinnspiloten. Ein Wahnsinnspiloten. Der Beste im Ersten Weltkrieg. Versahen, waren wir wieder in der Luft. Wir hatten Befehl, den Weg für die Bomber freizumachen, damit sie diese Festung zerstören konnten. Aber vorher sollten wir ihre Luftschiffbarriere abschießen. Stell dir mal vor, du bist Späher auf so einem Luftschiff. Pech gehabt, Fritz. Als nächstes mussten wir uns um ihre Flugabwehrwagen kümmern. Der Angriff war schon in vollem Gang, als wir ankamen. Wir mussten alle Verteidigungsstellungen ausschalten und dann unsere Bomber zum Ziel eskortieren. Ziemlich viel verlangt. Aber sie sagten, ein Sieg könnte den Verlauf des ganzen verdammten Krieges verändern. Wilson war natürlich alles andere als begeistert. Jetzt, wo wir es tatsächlich machen, fühlt es sich richtig gefährlich an. Vertrau mir und schnall dich ordentlich an! Oh mein Gott, es geht wieder los. Damit der Weg für unsere Bomber frei ist. Kein Problem! Sichere nach hinten! Oh, fuck.